Top 3 wieder auf der Finishline. Und das wird für den Wagen sein. Also, wir bleiben einfach mit dem Tempo oben drauf. Ja. Ich habe gesagt, dass das so jetzt kaum wäre, viermal zu beginnen. Das war das erste Triathlon, das erste Mal, was ich in meinem Leben gesehen hat. Hallo, ich habe gehört, es geht gleich weiter. Es geht weiter mit einem Mann, der hinter uns. Es lief wie erträumt, ja, kann man nicht sagen. 2:35 hoch bin ich gelaufen. Das war schon, ja, einfach gut. Ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Ich kann nicht mehr, gerade kann ich nicht mehr schlau sagen. So, ja, servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der ein oder andere mag es sich denken, vielleicht auch wegen des Titels dieses Videos. Es geht heute um den Triathlon-Wettbewerb meines Lebens, meiner Triathlon-Karriere, bis dato zumindest, hoffen wir mal bis dato. Dritter Platz bei der Challenge Rot, bei dem Challenge Rot. Das ist alles noch ein bisschen crazy, so ganz realisiert. Also klar, man checkt dann schon, okay, hier, man läuft jetzt da als Dritter ein, ist ja dann alles ziemlich real, aber jetzt, heute ist Dienstag, das Handy steht nicht still und es ist alles irgendwie ziemlich krass. Und bevor ich den Wettkampftag so aus meiner Sicht mal ganz kurz mit euch durchgehen möchte oder euch irgendwie daran teilhaben möchte, was so in mir vorging, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Daumen gedrückt haben, die im Laufe der Jahre irgendwie hier auf YouTube das Ganze mit begleitet haben. Und es waren wirklich auch total viele Leute, die meinen Namen gerufen haben an der Strecke. Das hat mir total viel bedeutet und hat auch wirklich geholfen, richtig Gas zu geben. Und also wie gesagt, danke an der Stelle. Natürlich auch irgendwie so Familie, den ganzen Support, Sebastian Zeller und das ganze Team bei Pro Athletes. Auch eine Riesenrolle natürlich an dem Erfolg. Und jetzt gehen wir, würde ich sagen, einfach mal Schritt für Schritt den Wettkampf durch, beziehungsweise, ich würde sagen, wir fangen sogar noch einen Tag vorher an. Ich hatte, beziehungsweise ein, zwei Wochen vorher, ich hatte beim Rennen in Rapperswil, bin ich geschwommen am Tag vorher im See und dann in der Nacht zum Wettkampf ist meine Nase richtig dicht geworden. Ich habe überhaupt nicht richtig schlafen können, scheint irgendwie eine Algenallergie zu sein oder sowas. Rapperswil lief ja ganz gut. In Rot dann das Gleiche. Am Wettkampfvortag geschwommen im Kanal und dann bin ich, eigentlich hätte der Wecker um 3.40 Uhr klingeln sollen, bin ich um 2.30 Uhr wach gewesen, Nase total dicht auf der einen Seite. Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Im zweiten Moment habe ich mir gesagt, Moment, in Rapperswil genau das gleiche Spiel, das kann nur ein gutes Omen sein. Ja, dann war ich um ziemlich genau 5.30 Uhr in der Wechselzone, alles so vorbereitet, bin ja mit der Startnummer 158 ins Ziel gegangen. Beat your number, sagt man ja oft so, hat geklappt. Und ich hatte wirklich von Beginn an das Glück an meiner Seite. Beziehungsweise, es war einfach gut. Also, Startschuss erfolgte dann um 7 Uhr. Ich war zwei Plätze neben Patrick Lange in der ersten Reihe. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die letzten Wettkämpfe, dadurch, dass einfach viel weniger in der Startgruppen waren bei den Profis, habe ich mich teilweise auch in der zweiten Reihe dann eingereiht, weil ich ja wusste, dass ich auch nicht so schnell wegkomme. Es war auf jeden Fall aber diesmal ein schlauer Move, glaube ich, dass ich da in der ersten Reihe war und dann frei losschwimmen konnte. Dann einfach Druck gegeben, das war für mich klar, hatten Sebastian und ich auch so gesagt, ich muss am Anfang richtig, richtig viel investieren, um dann in der Gruppe zu sein, weil der Weg zurück ist einfach ewig lang, diese Gerade. Nach dem ersten Wendepunkt zieht sich das ja noch irgendwie über 1,5 Kilometer. Also da war es mir wichtig, dass ich schnell in eine Gruppe reinkomme und dann einfach hinterher schwimmen kann. Und das ist mir gelungen und dann habe ich ein, zwei Mal nach vorne geschaut und dachte, ey, das ist doch eine rote Badekappe. Das ist, müsste entweder Sebastian Kienle oder Franz Löschke sein. Also habe ich mir gedacht, okay, also hier bin ich richtig gut, das muss das Schwimmen meines Lebens sein. Dann hat es sich auf dem Rückweg so locker angefühlt, dass ich dann ins Grübeln gekommen bin und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wenn jetzt am Ende noch vielleicht andere besondere Athleten, so wie die ältesten Starter oder so, auch rote Badekappen haben und ich am Ende jetzt hier irgendwie nach einer Stunde fünf oder so rauskomme, das wäre desaströs. Also bin ich ein bisschen nervös geworden und die Nervosität hat sich dann aber gelegt, als ich gesehen habe, okay, beim Ausstieg, das ist wirklich die Gruppe um Sebastian Kienle gewesen. Und da war ich dann mega happy. Schwimmzeit 51, 52, 23
schnellste Schwimmzeit von den Profis, aber von den Profis auch definitiv noch eher so im langsameren Feld, wobei, wie gesagt, das war eine größere Gruppe, die da mit rauskam. Der Wechsel, der war dann richtig bescheiden. Ich bin irgendwie nicht in den Ärmel reingekommen, da hat er sich ein bisschen verwurschtelt. Eine Minute 58 habe ich in der ersten Wechselzone verbracht. Und ja, da hatte ich dann eigentlich den Anschluss auch schon wieder verloren an die Gruppe, war so 200 Meter hinter denen. Und dann ja, hatte ich ein bisschen Glück, weil Sebi und Franz Löschke und Silas, ich weiß noch nicht, so ein, zwei andere, scheinbar in Eckersmühlen falsch abgebogen sind. Als ich nämlich auf die Kreuzung zugeschossen bin, kamen mehrere Leute auf dem Zeitfahrrad aus der roten Richtung. Ich dachte, hä, das gibt's doch nicht. Ja, und dann kamen die um die Ecke geschossen, dann war ich in der Gruppe drin. Also da hatte ich dann irgendwie Glück, musste ich nicht so viel investieren, um die Lücke wieder zuzumachen. Das wäre natürlich ansonsten mein Plan gewesen. Dann, ja, wenn man mit Sebi Kienle aus dem Wasser geht, denkt man ja, also da ist man sehr, sehr gut aufgehoben. Der hat wiederum dann auch echt das Zepter in die Hand genommen und dann eigentlich über die Hälfte der ersten Runde vorne ist er vorne gefahren. Ja, genau, und das war für mich total extrem ungewohnte Situation, weil ich so eine Gruppendynamik einfach noch nie mitgemacht habe. Ja, hatten die ganze Zeit Referees neben uns, also da würde ich sagen, wurde auch schon auf die Abstände ganz gut geschaut. Das hat alles gepasst, also war ein faires Fahren. Genau, erstes Mal Greling rum, auch alles dann easy. Wattwerte hatte ich da irgendwie dann so 227 Average bis dahin. Und dann bin ich Ende der Runde auch das erste Mal so für 25 Minuten in etwa eine Runde vorne gefahren und genau, hatte mich dann ein paar Mal auch umgeschaut, da war dann auch zwischenzeitlich ein bisschen größere Lücken, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so hart gefahren bin, aber irgendwie hat so die Gruppendynamik nicht so richtig funktioniert und das war ja in Frankfurt scheinbar auch in der zweiten Profigruppe nicht so gut und genau, da hatte ich in dem Moment schon überlegt, okay, ob ich jetzt trotzdem einfach meinen Stiefel weiterfahren soll. Aber wenn man in einer Radgruppe mit Sebi Kienle und Franz Löschke und auch anderen starken Radfahrern ist, dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe einfach so wenig Erfahrung auf der Langdistanz, der Tag ist noch so lang, ja, dann bleibe ich erstmal noch in der Gruppe, um ein bisschen Kräfte zu schonen. Genau, so sind wir dann die zweite Runde gefahren, Sebi ist dann nochmal vorgefahren, dann hat Franz Löschke einiges an Tempoarbeit übernommen auch und genau, dann sind wir auf die Kastelline aufgefahren, da ist Franz dann weggefahren. Auch einfach dadurch, dass wir dann irgendwie einen Fahrer mehr hatten. Er war ein bisschen langsamer unterwegs und ja, da habe ich auch nicht so ganz gut aufgepasst. Hätte ich eigentlich gleich rumfahren sollen und mit Franz wegfahren sollen. Der hat sich dann nämlich nach vorne verabschiedet und ich habe dann auch irgendwann beschlossen, auf der langen Geraden, das sind ja so 11, 12 Kilometer, die man dann Richtung Greding fährt, zu sagen, okay, ich versuche jetzt Franz hinterher zu fahren und die Lücke auf ihn zu schließen. Genau, das ist mir dann auch am Anstieg in Greding gelungen. Und genau, Franz hat dann auch gefragt, ob ich jetzt alle wieder mitgebracht habe, aber dem war ja dann nicht so. Also bin ich da ganz gut weggekommen und dann sind wir zu zweit noch in die Wechselzone gefahren. Und ja, genau, das war auf jeden Fall dann auch im Nachhinein ja ein guter Move, weil wir dann doch einiges an Rückstand auch schon hatten. Auf den dritten Platz hatte ich ja dann nach der Radzeit von 3,59,53, das war die siebtschnellste Radzeit, auch fast eine Viertelstunde Rückstand. Average war 229 bei 63 Kilo, also müssten wirklich 63,0 gewesen sein. Dazu vielleicht ein, zwei Worte. Ich hätte nicht damit gerechnet, so lange in der Gruppe fahren zu können und hatte mich eher darauf eingestellt, dass ich ja, viele, viele Teile des Rennens für mich alleine bestreiten muss. Und da hätten wir eher mit so einem Wattbereich zwischen 250 und 260 gerechnet. Also auch damit wäre ich... ja, auch damit hätte ich immer noch schnell laufen können, vielleicht nicht so schnell wie jetzt, weil ich natürlich viel Energie sparen konnte, aber deswegen hatte ich mich doch dann auch getraut, am Ende ein bisschen mehr Gas zu geben oder ein bisschen ja, mehr meinen Rhythmus zu fahren, weil ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt die ersten 2,5 Stunden wirklich deutlich weniger Watt getreten oder habe deutlich weniger Watt getreten, als eigentlich ursprünglich geplant und auch im Training immer wieder umgesetzt. Normalized Watt waren 249 und ja, damit bin ich dann mit Franz als Siebter und Achter sind wir gemeinsam eben in die Wechselzone reingerollt. Transition 2 war noch schlechter als die erste. 1,51 habe ich gebraucht, 123. Wechselzeit, also ja, da doch einiges an Sekunden liegen gelassen. Zwischenzeitlich haben sich dann beim Laufen scheinbar einige gewundert, weil Franz mir dann plötzlich weggelaufen ist. Ich musste aber eine Toilettenpause machen. Also das hat mich dann irgendwie so 45 Sekunden, eine Minute gekostet und dann konnte ich aber
auch loslaufen. Und es war wirklich für mich so, dass ich mit dem ersten Schritt auf dem Boden gemerkt habe, dass die Beine also mindestens okay sind. Und ich weiß noch, meine letzte Langdistanz, die ich auch nicht zu Ende gebracht habe, in Italien vor 2 Jahren, da bin ich vom Rad runter und gedacht, um Gottes Willen, das geht gar nicht heute. Und das war ein ganz anderes Gefühl. Verpflegung hatte auch auf dem Rad schon die ganze Zeit geklappt. Mortengel ging super runter und genau, habe mich immer wieder abgekühlt, genügend Wasser getrunken. Und ja, so konnte ich dann wirklich gut loslaufen aus der Wechselzone. Erster Kilometer knapp unter 3,30, habe ich mich nochmal gut runtergebremst. Und genau, dann hatte ich bei so Kilometer 7, 8 die Lücke zu Franz wieder zugelaufen. Und ich glaube, so bei Kilometer 11 haben sich unsere Wege dann getrennt. Und ja, ich hatte vorher ja auch schon mal angekündigt oder gesagt, dass so 3,40, 3,45 ist die Pace, die ich anlaufen wollen würde, war noch ein bisschen schneller. Ich glaube, nach 8 Kilometern hatte ich noch 3,39 Average. Aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich dieses Tempo um die 3,40, 3,45 sehr lange halten konnte. Und man darf nicht vergessen, dass ja dann auch irgendwie ab Kilometer 3,4 bis Kilometer 25, 26 war ja wirklich ein langes, langes Stück auf Schotter am Kanal entlang. Und dementsprechend waren die Zeiten da auch nochmal ein bisschen anders einzuschätzen, weil mir das auch hier im Training schon aufgefallen ist. Habe ich auch 1-2 Läufe gemacht mit den Vaporfly, wo ich gemerkt habe, okay, der Unterschied zwischen einem 3,45 Tempo auf Schotter oder Asphalt sind fast 5 Sekunden. Also wenn ich 3,45 Pace auf dem Schotter gelaufen bin, dann auf dem Asphalt gewechselt, bin ich schon eher 3,40 gelaufen. Also von daher wusste ich, da hatte ich dann 1-2 Kilometer auch drauf mit 3,47, als ein bisschen Gegenwind war, wusste ich, dass das Tempo eigentlich echt immer noch sehr, sehr gut ist. Anfang ist es aber trotzdem irgendwie so, dass die Rückstände, dass mein Rückstand doch irgendwie sich nicht so viel verändert hat, vielleicht mal so 1-2 Minuten. Am Anfang sind ja auch echt irgendwie alle dann noch schnell unterwegs, dauert ja dann doch irgendwie, bis die Strecke dann irgendwie ihren Tribut einfordert. Ja, und von daher wusste ich aber auch vorher, dass ich mich wirklich lange, lange gedulden muss, mindestens bis Kilometer 30, bis so mein Rennen wirklich für mich losgeht. Also da war ich schon mental irgendwie drauf eingestellt. In Rapperswil war es ja ähnlich, da bin ich bei Kilometer 18 dann auf dem dritten Platz vorgelaufen. Und diesmal war es dann so, dass ich bei Kilometer 30, 32 bis auf 3 Minuten ran war an Philipp Balke und da kam er mir einmal entgegen und da war ich mir schon relativ sicher, dass wenn bei mir keine Krämpfe oder sonst irgendwie was passiert, was ja nach Kilometer 31 auch immer noch passieren kann, sind immer noch jetzt 10 Kilometer oder 10,5, 61, 41, 6 hatte ich auf der Uhr, waren immer noch genügend Kilometer vor mir, auf denen irgendwas hätte falsch laufen können. Aber ja, auch Ernährung habe ich auch beim Laufen wirklich gut hinbekommen. An den Verpflegungsstationen dann auch Gel vom Veranstalter noch zusätzlich zugeführt. Und dann hatte ich bei Kilometer 31, 32 mir schon so gedacht, das könnte eigentlich noch ganz gut aufgehen. Und dann ja, genau, hat es noch bis Kilometer 38 gedauert, bis ich an Philipp dran war. Und dann ja, war es einfach, die letzten 2 Kilometer waren nur noch irre. Ich habe dann auch ja, ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ich doch die Beine sehr, sehr fest geworden sind und ich hätte auch nicht mehr irgendwie einen Krampf haben wollte oder so, um mich dann nochmal überholen zu lassen. Also bin ich dann da echt ja, ein bisschen vorsichtiger gelaufen als davor, als ich noch auf dem 4. oder 5. Platz war. Und ja, konnte mich dann auch von den Zuschauern irgendwie noch so ins Ziel tragen lassen und das Einlaufen ins Stadion. Das war dann in dem Moment echt einfach so ein bisschen ja, surreal, weil ich es mir schon so ein bisschen erträumt habe, dass bei einem sehr, sehr guten Tag sowas eventuell auch rauskommen kann. Aber zwischen man erträumt sich was und visualisiert es im Training und dann wirklich machen, ja, da steht halt dann noch das Machen, der ganze Tag dazwischen. Und dementsprechend ja, war das dann einfach nur krass. Zwar ein paar Worte noch zur Siegerehrung. Ja, alles noch ein bisschen holprig bei mir. Müsst dabei auch mir vielleicht ein bisschen verzeihen. Ich habe noch nicht so viel Übung. Und auch bei der Champagnerdusche, da würde ich mal sagen, das war von Nils und Patrick, das war schon ein Fehlstart auch. Also ich war da nicht langsam, das war ein Fehlstart. Ja, so. Beine sind okay, Oberschenkel natürlich so, dass man Treppen nur runterkommt, ein bisschen eine große Blase am rechten Fuß. Das heißt, ein paar Tage werde ich ja brauchen, bis ich, glaube ich, wieder irgendwie normal gehen kann. Aber ja, was soll man sagen, ne? Ist alles gut geglückt.
bei meinen Trainingspartnern, die ja auch mit im Trainingslager waren teilweise, Philipp, Norman, Erik und Marius lief es auch mega gut, auch alle echt gute Zeiten gelaufen und geschwommen und geradelt. Also war es irgendwie ja durch und durch ein guter Tag. Und ja, genau, an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal Kudos an Patrick Lange, der wirklich wieder in der eigenen Liga war, Nils Frommhold, der vor mir war und dem ich den zweiten Platz auch mega gönne. Ja, genau, auch Philipp Balke war irgendwie ein geiler Fight, bei dem ich jetzt den glücklicheren bei dem ich jetzt das glücklichere Ende hatte. Aber ja, ich glaube, wir haben da ein mega spannendes Rennen auch irgendwie abgeliefert und ja, war hoffentlich gute Unterhaltung für alle, die mitgefiebert haben von euch. So, das war's jetzt über das Rennen. Und wie es weitergeht, weiß ich jetzt auch erstmal noch nicht. Wir machen jetzt mal Urlaub, noch die ein oder andere Pressetermine in den nächsten Tagen. Und dann werde ich mich auf jeden Fall hier auf dem Kanal wieder melden. Ich werde auch versuchen, alle Kommentare und Nachrichten über Instagram, Mail und so weiter und so fort zu beantworten. Es mag aber etwas dauern, weil es doch viel ist. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.